Bist du hier, um nach mir zu sehen, Murasaki? Das ist lieb von dir. Leider gibt es immer noch keine Neuigkeiten. Gestola ist im fernen Osten, um die Besonderheiten der Primae-Beschwörungen dort zu erforschen. Tankred hat sich zwecks Informationsbeschaffung in die galäischen Provinzen geschlichen und Alfino? Von ihm haben wir immer noch keine Nachricht erhalten. Er hat sich nur einmal kurz nach seiner Abreise gemeldet. Aber danach nichts mehr. Nicht das kleinste Lebenszeichen. Er hat keinen meiner Anrufe beantwortet. Entschuldigt die Störung. Ich überbringe eine Botschaft aus dem Hauptquartier der Joseischen Allianz. Nanu, was gibt's denn so Dringendes? Willkommen im Sandstein. Wenn du eine Botschaft an den Bund der Morgenröte hast, werde ich sie entgegennehmen. Sehr wohl. Die Eosische Allianz wird sich in Kürze versammeln, um über die neuesten Aktivitäten der Ascians zu beraten. Es wird erwünscht, dass ein Mitglied des Bundes der Morgenröte an der Besprechung teilnimmt. Die Megische Führung hat die oberste Riege der Allianz über die streng vertraulichen Informationen in Kenntnis gesetzt, dass Xenos Körper verschwunden ist und vermutlich von einem Ashen gesteuert wird. Unter den eoseischen Führungskräften gibt es aber auch solche, welche die Frage stellen, dass es sich vorliegend überhaupt um das Handeln eines der oder mehrerer Ashens handelt. Das Treffen soll dazu dienen, sie zu überzeugen und das weitere Vorgehen zu besprechen. Und da sich in Sache Ascians niemand besser auskennt als der Bund der Morgenröte, wir werden selbstverständlich teilnehmen und treffen und helfen, so gut wir können. Du kommst doch mit, oder? Natürlich, ich liebe Besprechen. Murasaki Belladonna und ich werden teilnehmen, wie gewünscht. Wir freuen uns auf die Gelegenheit, mit den Führern der Stadtstaaten zu sprechen. Ich danke euch im Namen der eoseischen Führung. Die Besprechung soll so bald wie möglich im Palast von Alamigo stattfinden. Ich weiß zwar nicht, ob ich wirklich etwas beitragen kann, aber ich bin gespannt, was die anderen Anführer zu sagen haben. Komm, packen wir unsere. Tankred? Bist du es wirklich? Alles klar, ich werde es weiterleiten und du, pass auch gut auf dich auf. Was ist Rio? War das wirklich Tankred? Ist er zurück? Ja, das war Tankred. Er hat sich gerade über die Kontaktpäle gemeldet. Er sagt, dass er sehr wichtige Informationen gesammelt hat und sich auf dem Heimweg befindet. Er ist aber noch im Feindesland. Deshalb wollte er keine lange Verbindung riskieren. Doch er trifft bald in Alamigo ein. Jemand soll sich mit ihm im alten migischen Wohnviertel treffen. Danke, Rio. Murasaki und ich brechen sofort auf. Vielleicht hat Tankred Informationen, die für die Besprechungen mit den Anführern der Eoseischen Allianz wichtig sind. Wir sollten den Umweg also in Kauf nehmen. Los, verlieren wir keine Zeit.
auf zum mickischen Wohnviertel. Nur so zur Info, falls es jemanden interessiert, wie viele Missionen es noch sind, ich zähle sie mal wegen. Mit dieser zusammen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Von denen 7 Missionen ganz komisch sind, deswegen. Oder? Na gut, 14 ist doch noch eine Menge. Wenn die Hälfte halt, wenn die Hälfte schon 20 sind, ne? Weniger als die Hälfte haben wir auch genug. Meine Freunde, was bin ich froh, euch zu sehen, aber ich habe eine lange, staubige Reise hinter mir. Macht es euch was aus, wenn ich mir erstmal einen Becher Wasser genehmige? これぞ命の源ってやつだな。ようやく人心地ついたぜ。潜入任務お疲れ様。たっぷり休養って言いたいところだけど、こんなにも早く戻ってきたからには何か知らせがあるんでしょう。まあ、順番に説明させてくれ。どの族中もドマやアラミ語に続けとばかりに独立運動に励んじゃいるが、好調とは言い難い状況でな。痛かったのが族中ダルマスカの壊滅だ。帝国の苛烈な粛清を受け、王都まで焼き尽くされたからな。ビビって独立の機運が下がってしまった族中も多い。ただし、全ての族衆が闘志を失ったわけじゃない。ドマと帝国が捕虜交換を成功させたことで交渉の余地もあるんだと希望を抱いた連中だっている。ドマの忍びが和平交渉についての情報を積極的に族衆へと流している効果も大きいだろう。まだ踏ん張っている奴らがいるのは情報戦の成果だな。よかった。諦めないで自由を勝ち取ろうとしてる人もいるのね。エオルゼア同盟軍も今を好機と捉えているようだ。すでに属州の反帝国組織に物資支援を始めている。いくつかの組織に接触したが、支援を糧に粘り強く戦っていたよ。アラミゴ難民を通じて族州民の苦しみをよく知るお二人、ナナモ様とカムエ様が中心となり支援を行っているそうだ。彼女たちを女神のように称えている連中もいたくらいさ。まあ族州に関しての動きはそんなところだが、問題は本国の方だ。お前たちが接触した民衆派の連中がどうもパッとしなくてな。ドマが万神召喚に手を染めたという話が本国で広まり、族州政策の撤回を求める声も勢いが衰えちまっているらしい。そんな、万神を権限させたのはドマじゃないわ。ゼノスの命を受けた朝日の仕業なのに。残念ながらその真実は帝都には伝わっていない。ゼノスの目論み通りドマの仕業に塗り替えられていた。ゼノスに関しても死んだという事実は抹消されていた。最近じゃ療養を終えたという触れ込みで、各属州をめぐっては抵抗活動に睨みを利かせているそうだぜ。なんてこと。そんなにも積極的に活動していながら偽物だと疑われていないのだとしたら、ゼノスはやっぱり。ああ、俺の時と同じ。
中身はアシエンってことだろうな。それから肝心のアルフィノの件だが、ドマからの使者がテートに到着したという報道はなかった。つまり未だに到着していないか、到着していたとしても捕まってしまったということ？どうやら前者のようだな。実は俺が急いで戻ってきた理由もそこにある。俺やリオルたちは諜報活動のためにアルフィノとの直通リンクパールを持ってるんだが、しばし音信不通だったこいつにわずかな間だけアルフィノから通信が入った。アルフィノと話せたの？いや、一方的な声が聞こえただけだ。ひどい雑音に混じって一言だけ聞き取れた単語がある。ザ・バーン、永久焦土体の名だ。当時オサードとイルサバード大陸の境ね。そこで何らかのトラブルにあった。こうしちゃいられないわ。急いでザ・バーンに向かいましょう。まだ可能性の話だぜ。それでも行くのかい？もう我慢の限界なのよ。アルフィノったら頭いいのに騙されやすいし、変なところで鈍感だし、こっちが気が気じゃないんだから。それでこそアリゼーだ。それにお前もな。Endlich eine Spur. Wir sollten sofort nach Doma aufbrechen. Bis zur Besprechung bleibt uns noch etwas Zeit. Doma ist der richtige Ort, um eine Expedition ins Kartland vorzubereiten. Kian wird uns helfen und er wird ohnehin wissen wollen, was wir über Alfino erfahren haben. Wir kommen ins Kartland? Wirklich? Eine gute Idee. In der Enklave solltet ihr auch auf Estola treffen. Sie hat sich bei mir gemeldet und berichtet, dass sie dort ihren Forschungen nachgeht. Eine gute Idee, ihre Klappe sollte ihr... Ich werde die Neoseische Allianz über die Situation in den Provinzen und eure Unternehmungen informieren. Kümmert ihr euch nur um Alfino? Gut, wir treffen uns also mit Istola in der domanischen Enklave und sprechen dann mit Hien. Auf geht's! Yay! Ah, domanische Enklave, da muss ich mich so potten, weil die Enklave so nicht einsehbar ist auf einer Karte. Da war die Enklave da.
Das hört sich in der Tat sehr seltsam an. Ich würde es mir gern sofort mal ansehen, aber es wird noch etwas warten müssen. Sag mir bitte Bescheid, falls dir wieder etwas auffällt. Glaubst du, es könnten noch mehr solcher Kristalle geben? Gut, dann halte ich die Augen offen. Sieh mal an, was bringt euch zwei denn hierher? Wir wollen mit hier sprechen und da Tankred uns gesagt hat, dass du hier bist, haben wir eben nach dir Ausschau gehalten. Worum ging's denn da gerade? Der Mann ist ein Minenarbeiter, der für den Wiederaufbau der Enklave hierher gekommen ist. Gestern, als er nach Kristallen schürfte, ist er auf eine Ader gestoßen, aber die Kristalle hatten ihre gesamte Elementarenergie verloren. Er hat mir eine Probe mitgebracht und es ist, wie er sagte, keine Spur einer Elementarladung. Wirklich sehr ungewöhnlich. Solche Kristalle hat man schon einmal entdeckt, kurz vor der 7. Katastrophe. Es ist noch zu früh, um Vermutungen anzustellen, aber diese Verbindung ist doch etwas beängstigend. Ich werde die Sache verfolgen. Du scheinst einen wirklich guten Stand bei den Domanern zu haben. Ich glaube, das ist, weil sie so wenige Mikotes zu Gesicht bekommen. Und ihr Sehern gegenüber sind sie sehr offen. Sehr offen. Nicht zuletzt, weil ihr es geschafft habt, das Vertrauen der Domaner zu gewinnen. Deswegen bin ich mit meinen Nachforschungen schon so gut vorangekommen. Also, ich würde einer Mikote auch alles verraten. Ich habe nämlich etwas wirklich Interessantes herausgefunden. Die göttlichen Schätze halten den Glauben in Form von Äther in sich gespeichert. So können sie auch ohne eine Versammlung ihrer Gläubigen beschworen werden. Oh Gott, nein. Noch mehr Primae. Ich glaube, Susanne war in seinem Insignium gespeichert. Ja, und denk auch an Yotsuyu. Sie war keine Verehrerin von Tsukuyomi, doch trotzdem gelang es ihr, sie zu beschwören, weil sie einen Kojin-Spiegel besaß, der über Generationen angebetet wurde und den Glauben an die Mondgöttin in sich trug. Es scheint trotzdem nach Äthervorräte nötig zu sein, um die Kraft des Primae zu nähren. Aber mit einem göttlichen Schatz und ausreichend Äther können sogar Individuen, die weder besessen sich sind, noch an die Primae glauben, solch eine Gottheit beschwören. Klingt nach einer Menge Stress. Es ist genau wie Alfino gesagt hat. Ich musste nur den ätherischen Fluss zwischen den Schätzen und den Kristallen beobachten. Dann ergab sich alles von ganz allein. Bunker down, we are now being raided! Yes! Danke für den Raid! Und hi an alle, die von Liz rübergekommen sind. Ja, die Tentakel. Hi Killer, hi Mayo, hi Liz. Aber seid ihr überhaupt hier, um euch über den Stand meiner Nachforschung zu informieren?
Da hättet ihr doch einfach meinen Bericht lesen können. Sagt, gibt es etwas Neues, vielleicht von Alfimo? Ach, wissen, Ray. Ja, lange nicht gelesen. Verstehe. Das hat natürlich Vorrang. Vor allem andere. Ich werde euch bei der Suche nach Alfido begleiten. Danke, Stula. Du wirst uns eine große Hilfe sein. Warum kommst du nicht mit ins Kian Khan? Wir waren gerade auf dem Weg, hier alles zu erklären und ihn um Hilfe bei der Suche zu bitten. Sie wirkt ruhig. Aber sie besorgt sich sehr um ihren Bruder. Hoffentlich finden wir Alfino bald. Hi, Janine! So, dann wollen wir mal mit Hirn schwätzen. Das geht in dem Spiel doch so viel zu tun. Und danke für den Follow, Janine. Mosaki, Alice hat mir gerade alles erzählt. Ich werde tun, was in meiner Macht steht, um euch bei der Suche zu helfen. Doch das Karkland ist kein Ort, in den man einfach so hineinspaziert. Es ist Sparta! So ein Hype-Command habe ich leider nicht. Sollte ich vielleicht mal machen. Ah, dieser Sound. Mein armes Ohr. Und nehmen wir mal einen Ingwer-Salat. Warum nicht? Nein, ihr habt mich nicht erschreckt. Das Karkland. Boah, das ist eine reinste Wüste. Ausgerechnet das Karkland? In dieser Ödnis findet man nichts als Sand, Sand und nochmals Sand. Und die gefährlichsten Kreaturen? Die Galea sagen, dass das Land seinen Äther aufgrund zahlreicher Primae-Beschwörungen verloren habe. Kaiser Solus, der galeische Kaiserreich gründete, soll sich bei dem Anblick der trostlosen Gegend geschworen haben, die Primae vom Angesicht des Planeten zu fegen. Eigentlich schon eine... Wow. Palette Rockstar. Das Karkland gibt uns einen Vorgeschmack darauf, was Heidelin blüht, wenn wir unseren Kampf nicht gewinnen. Und in dieser Ödnis vermuten wir also Alfino? Ja, die Flugroute nach Galamald führt über das Karkland hinweg. Allerdings kann ich mir nicht erklären, warum Maxima dort hätte landen sollen, es sei denn, irgendetwas ist unterwegs passiert. Was passiert ist, haben wir ja gesehen. Wow, 11 Kilo? Puh. Das ist weitläufig und unwegsam. Ich halte es für das Beste, wenn wir den Luftweg nehmen. So umgehen wir auch die Gefahren am Boden und können die Gegend am effektivsten absuchen. Murasaki und ich haben unsere Joll. Yugiri, kontaktiere die Klause, man soll die Einfalten satteln. Zum Befehl, König hier. Ich werde den Falkner bitten, einer geeigneten Stelle nahe der Klause zu finden. Von wo aus wir ins Karkland aufbrechen können.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das trotzdem noch ein neues Gebiet ist. Wird bestimmt wie bei Alfie nur so eine kleine Solo-Instanz sein. Im Regenbogental, wo ist denn das? Sollten wir mal wieder so eine Palette, oder eher gesagt nicht eine Palette, sondern eher gesagt mehr so ein 12er-Päckchen von diesem Red Bull Kokos mir gönnen. Die schmecken so gut. Und ich hätte am liebsten noch diese Müller-Milch-Shake-Sorten, aber die gibt's hier bei uns nicht. Und die kann man bei Amazon nicht bestellen, so wie Red Bull. Was ich schade finde. So, fliege ich mal damit los. Hui! Alle breit auszusitzen? Der Weg ins Kartland wird nicht gerade gemütlich werden. Die Ödnis ist bekannt für ihre tückischen Winde. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht verlieren. Das Kartland ist keine Solo-Instanz. Es ist eine normale Instanz. Es ist ein Dungeon. Ja, dann nehme ich mal teil.